Ich begrüße heute hier im Stadtarchiv Frau Ute von Voulté, geborene Mordig. Geboren ist sie hier in Elmshorn 1942 in der Blücherstraße. Frau von Voulté will uns was erzählen über ihre Zeit als Kind und als junge Frau. Ja, ich würde sagen, fangen Sie mal an mit Ihren frühesten Erinnerungen, die Sie noch so haben, wo Sie meinen, darüber können Sie noch wirklich berichten. Sie haben das Wort. Ja, ich fange mit Frühjahr, Sommer 1946 an. Die Engländer haben viele Wohnungen und Häuser in Elmshorn beschlagnahmt. Dazu gehörte auch unsere Wohnung in der Blücherstraße. Und wir wurden im Klosterhof bei einem älteren Ehepaar einquartiert. Da ist heute das Stadttheater drin in diesem Haus. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern auf Matratzen auf dem Boden geschlafen haben. Und abends war es immer sehr laut, weil da unten ein Tanzlokal war. Vor dem Haus bin ich von einem Motorrad angefahren worden, obwohl es natürlich verboten war, die Straße zu überqueren, wie das immer so ist bei den Kindern. Und deshalb kann ich mich wahrscheinlich auch an diese Zeit so gut erinnern. Gegenüber unserem Zimmer war auch eine Flüchtlingsfamilie untergebracht, Vater, Mutter, Sohn. Ich kann die Küche auch noch beschreiben. Der Sohn, ich schätze, er war so ungefähr 10 Jahre alt, spielte sehr viel mit mir. Eines Morgens bin ich dann auch rübergegangen, weil er nicht kam, habe die Tür aufgemacht, bin reingegangen und habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, steh auf und spiel mit mir. Aber er berührte sich nicht. Er lag im Bett vorm Fenster und die Mutter saß am Tisch so zusammengesunken. Meine Mutter suchte mich und mein Bruder hatte mich Gott sei Dank gesehen, dass ich da reingegangen bin und machte die Tür auf und sah sofort, was passiert war. Die waren alle tot. Die hatten wahrscheinlich vergessen, den Gashahn zuzudrehen. Und dadurch ist das wohl passiert. Oder es war Absicht, das weiß man natürlich im Ja. Nachhinein nicht. Ne? Das war jetzt in welchem Jahr? 46. Ja, okay. Und ich schätze mal, dass wir ein Jahr dort zugebracht haben und dass wir 47 dann wieder in unsere Wohnung konnten. In der Blücherstraße hatten wir die Erdgeschosswohnung. Über uns wohnte ein älteres Ehepaar, wo ich oft oben war. Ich kann mich daran erinnern, dass sie die Kartoffel gerieben hat, um Kartoffelmehl zu machen. Und ich habe natürlich gedacht, es wäre das Tolles zu essen, aber es gab es nicht. Und meine Mutter, ich kann mich erinnern, die haben im Vorgarten haben die Grünkohl angepflanzt. Man sah ja auch hübsch aus. Und da ich alles gerne roh aß, habe ich die Blätter so rundherum abgenagt, weil ich gedacht habe, dann fällt das nicht auf, nicht? Ja, Aber es fiel doch auf. also die Ernährungssituation war während der Zeit wirklich sehr, sehr schlecht. Ne? Das haben Ja, wir auch ja. schon anders schon gehört. Ja. Also die Verwandten meiner Eltern, also die waren alle in Hamburg, die sind auch alle ausgebombt. Dazu gehörten auch die Großeltern. Die eine ging nach Güstrow, nach Mecklenburg, die noch übrig geblieben war. Und der Großvater, den holten wir ab. Der war in Pinnebeck untergebracht, bei einem Fuhrunternehmer in diesem Kutsch, wo die Kutschen untergebracht sind. Da gab es einen Extraraum für den Fuhrmann und da hatten sie ihn untergebracht, ohne Fenster. Das war natürlich schrecklich, ne? Ja. Naja. Und dann hatten wir gegenüber, ach, da war noch folgendes Erlebnis. Wir saßen, Strom gab es ja nun auch immer stundenweise mal und mal nicht. Und unser Großvater wollte dann an der Kaminuhr gucken, wie spät es war. Was ihm das geholfen hat, weiß ich auch nicht. Und dann guckte er nach und mein Bruder hat in der Zwischenzeit ihm den Stuhl weggezogen. Und dann setzte Oh. sich der Großvater auf den Hosenboden. Und da kam der Bruder auch noch was hinter die Ohren. Gegenüber wohnte meine Freundin und die wurde irgendwie krank. Dann habe ich sie besucht und dann kam die Mutter rüber und sagte, Ute darf nicht mehr kommen, die hat Kinderlähmung. Oh, Und die sind ja. dann auch weggezogen. Das muss wohl recht schlimm gewesen sein. Die habe ich Ja. natürlich sehr vermisst. Ne? Dann durfte ein befreundetes Ehepaar in Tornisch von meinen Eltern, die hatten Schafe. Und dann bekamen wir einmal im Jahr, Frühjahr, ein sogenanntes Leasing-Schaf. Das hat in einer Reit- und Fahrschule gegrast, wurde dann von uns quasi ernährt bis zum Winter. Dann haben sie Ja. es abgeholt und dann bekamen wir die Wolle und ein bisschen Fleisch. Und meine Mutter hat dann die Wolle gesponnen an so einem Spinnrad und hat sie das natürlich auch noch verstrickt für Unterwäsche. Das war natürlich sehr angenehm. In der letzten Stunde in der Schule konnte ich schon nicht mehr sitzen. Das war Tornisch, ja.
Und mein Vater hat im Zentralzeugamt gearbeitet. Da gibt es ein Foto von. Da ist das so ein Riesengebäude. Das war von der Post. Und habe ich ihn öfter abgeholt. Dann bin ich von der Blücherstraße einmal so richtig rumgelaufen. Das war natürlich ganz schön weit. Er spielte dann abends gerne im Casino nochmal Klavier. Und dann gab es immer mal eine Süßigkeit, ein Stück Schokolade oder so. Das war natürlich toll. Ne? Da lohnte sich der weite Weg. Auf dem Gelände der Reit- und Fahrschule war Ende der 40er Jahre mal eine Ausstellung und da haben sie Reptilien gezeigt. Und da hieß es, wenn ihr mir 10 lebendige Fliegen bringt, dann bekommt ihr einen Luftballon. Da habe ich nach Hause getigert, zu meinem Vater gesagt, Papi, ich brauche 10 lebendige Fliegen, dann bekomme ich einen Luft. Hat er gemacht, wir hatten ja so viele Fliegen, das war ja ganz Ja, einfach. gab's Ab drin, in die ja. Streichholzschachtel und dann bekam ich einen Luftballon. Ach ja, und Ecke Ollenstraße, Blücherstraße, wohnten die Großeltern von dem Boxer Norbert Grupe. Ich habe oft mit ihm gespielt, wenn er dort zu Besuch war. Und er haute ganz gerne zu. Ja, Norbert Grupe war sein Vater war auch schon Boxer und mit dem ist er nach dem Krieg auch nach Amerika zum Catchen gegangen, kam aber irgendwann wieder. Der Norbert, der war, glaube ich, Jahrgang 40, also ja. musste er sein. Müssen wir mal gucken, ob wir ein Bild von ihm haben, ja. Ja, und der haute auch ganz, der war ein bisschen grob, ne? Er Ja. wollte mich aber heiraten, wenn ich groß bin. Und dann habe ich gesagt, der Norbert haut mich immer und sowas soll ich mal heiraten. Meine Mutter war mit einer Lehrerin befreundet, die in der Hafenschule gearbeitet hat. Und da durfte ich dann ab und zu mal hinten sitzen, also bei den großen Kindern, wenn sie mich wahrscheinlich mal irgendwo parken wollte. Und dann habe ich mich da beschäftigt mit der Tafel und so weiter. Und als die Einschulung war, 1949, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, du brauchst nicht mit, ich will auch keine Tüte, ich kenne das alles schon. Ja, Hat sie auch wunderbar. nicht gemacht. Ich kam da alleine an. Ich habe gesagt, Gott, das arme Kind. Ne? Und dann die Eltern kamen noch mit rein, ist wahrscheinlich heute auch so. Ne? Dann weinten die Kinder, aber irgendwann ging es ja los. Ich hatte mich gleich vor den Lehrer hingesetzt. Da saß ein kleiner Junge, der hieß Oliver. Und dann plärrte er und dann sage ich, Oliver, sei ruhig, jetzt geht's los. Ja. Wie viele Kinder waren in der Klasse? Das 44, habe auch die. 44. Ich habe hier die. Ja, okay, das Bild fügen wir dann ein. Ach so, und er hat 44 Kinder. Der Lehrer, Herr Zinger, war ein sehr, sehr netter Lehrer. Er erzählte uns die Geschichte vom Peterle im Storchennest. Den Inhalt kann ich Ihnen heute noch erzählen. Das Einschulungsfoto, ja, das ist auch hier. Ich bin das einzige Kind mit einer langen Hose. Es war sehr kalt und ich habe gesagt, ein Kleid, ist mir zu kalt. In der Klasse, also wir haben diese Ganzheitsmethode gelernt in der Klasse. Also im Deutschunterricht, in dieser Schule. Willi Dora Hase Reh. Ein Bild und ein Wort. Ich konnte unheimlich schnell dadurch lesen, weil ich so ein fotografisches Gedächtnis habe. Aber als die Grammatik kam, oh, da Da kam war ich es ins vorbei. Schleudern. Ja. Da musste ich dann ordentlich büffeln, ne, um das zu lernen. Ach ja, und unser Schulweg von der Blücherstraße 28 bis zur Hafenschule war doch ganz schön lang. Da ging das noch über so einen Platz, da war so ein kleiner Milchladen und dann vor der Schmiede ging so ein kleiner Weg rein. Oder vielleicht auch war es eine Straße, aber ich glaube mehr ein Weg. Und da war ein Konjalwarenhändler, der hieß Melosch. Und wenn man da reinkam, das war so eine Klingel, wissen Sie, wie man so um 1900 diese Läden hatte. Da war noch Bonbonglas auf dem Tresen und Fässer mit Gurken und so. Also ein ganz alter Konjalwaren, wie man sich den um 1900 so vorstellt. Die waren auch selber so ein bisschen altmodisch, diese Ja, und das war Leute. jetzt Anfang der 50er Jahre noch, oder Ende der Ende 50er. der 50er Jahre, dann werden wir sicherlich auch ein Foto davon haben. Werden wir mal raussuchen, Ja. ja. Und nach dem Unterricht sind wir dann öfter auch mal in die Schmiede gegangen, zu Herrn Plückhahn, Ja. und haben dann zugeguckt. Und er hatte auch gar nichts dagegen. Aber er hat nur gesagt, kommt nicht so dicht, bleibt da vorne stehen, dann guckt nicht ins Feuer und gibt ja Funkenfluch und so. Und dann hat ja die Schmiede gebrannt. Und er kam ja in Itzehoe vors Landgericht.
haben ihn angeklagt, er soll angeblich seinen Gesellen erhängt haben und die Schmiede angesteckt Ja, haben. das war ein bekannter Kriminalfall. Da haben wir, Ja, glaube ich, noch die Akte. weil er einen Seemannsknoten genommen, diesen Tom Dooley verwendet hatte. Das konnte der Geselle aber auch, nicht? Der Plückern war mal zur See gefahren. Und seine Frau, die war mit einem Engländer verheiratet, die ist also nach 45 wohl getürnt und ist extra aus England gekommen, um für ihren Mann auszusagen. Dass er so ein Feiner wäre. Ne? Aber er war ein gebrochener Mann. Ne? Ja, und Ruth Blaue war natürlich auch Thema. Das war Das war ein großes Thema für uns damals, Kinder ja. natürlich auch äußerst Ja. interessant, dazu zu hören. Ach, ja, der Cousin von meinem Vater hatte das Fuhrunternehmen Lebes. Und der hat für die Krämerwerft gefahren. Also geholt und weggebracht und was dazu fahren war. Mit dem haben wir dann Pfingsten einen Ausflug gemacht. Da kamen dann Bänke oben auf diese Ladefläche, vorne die Pferde, rundrum saßen die Erwachsenen, wir tobten rum. Und dann haben die Erwachsenen gespielt: Mein Vater hat ein Schwein geschlachtet, was willst du davon haben? Und haben sich köstlich amüsiert. Wir Ja. fanden das, haben wir gedacht, was sind die alle so albern? Ja. Wir haben das ja gar nicht verstanden, ne? Ja, unsere Spiele waren so um 50, Puppen, Rollerfahren, Rummelpott haben wir auch gemacht. Das ist also so eine Dose, da kommt eine Schweinsblase drüber und dann kommt ein Stock da rein und den zieht man rauf und runter und das ist ein Höllenlärm. Die Erwachsenen, die werden ganz verrückt. Ja. Das war für uns natürlich. Also Rummelpopplaufen war damals ja noch ganz aktuell. Ja, Ne? Das ja. kann mich als Kind auch noch dran erinnern. Heute gibt es Den das haben wir gar nicht. natürlich dann außer der Zeit auch noch verwendet, ne? Ja. Und dann gab es so einen Holländer, mit dem man da durch die Gegend fuhr. Und das waren natürlich Kinder, die hatten dann irgendwo Beziehungen oder so sonst. Naja, und dann sind wir natürlich auch zur Krückau gerannt, was wir ja eigentlich nicht sollten. Ne? Und da war irgendwo eine Müllkippe, da lag dann ein totes Schwein rum. Da sind wir nie wieder hingegangen, das war Ja. uns doch dann zu unheimlich. Ne? Aber die haben natürlich schwarz geschlachtet und haben natürlich auch schwarz gefüttert und denen ist das vielleicht eingegangen und wo sollten sie Ja. damit hin, ne? Ja. In der Zeit. Dann sind wir 1950 sind meine Eltern, ach ja, dann haben wir noch Rollstuhl laufen konnte man gut auf der Eulenstraße, weil die ja dieses Pflaster hatte, diese Platten. Im Winter sind wir dann auf dem Butterberg Schlitten gefahren. Und auf dem Eis sind wir in Sibirien gegangen. Da gibt es Ja, ja diesen See, ne? ich kenne den. 1950 sind meine Eltern zum Vorm Stegen gezogen und haben dieses Geschäft eröffnet, Lusenmordig. Zuerst hatten wir nur einen Verkaufsraum und dann haben meine Eltern einen Raum abgegeben, haben das so ein bisschen abgesenkt, damit die Kunden nicht so weit hochlaufen mussten. Ja, und dann haben sie auch noch ein Zimmer anbauen lassen und dann bekamen wir ein Wasserklosett. Da musste ja extra eine Sickergrube gebaut Ja, werden. kein Das Plumpsklo. gab ja noch Ja, Plumpsklos es gab es, genau. Das in der wurde auch noch immer Innenstadt. abgeholt, ne? Ja, und dann kam die Firma Schramm und Dorn. Da hing ja an der Seite diese Eimer, die leeren. Und wenn der dann kam, der von Schramm und Dorn, ich glaube, die hießen sogar Schramm, der hatte rote Haare, es war ein junger Mann. Der saß immer auf dem Kutschbock bei den Pferden. Und den haben wir dann immer geärgert und haben dann immer gerufen: Die Firma Schramm und Dorn fährt durch die Stadt Elmshorn und fährt von Haus zu Haus und holt die raus. Ja. Dann wurde er immer ganz ösig. Am Hafen haben wir natürlich auch gespielt, so wie anlehnen an die Dalben und dann versuchen, nicht ins Wasser zu fallen. Also, was für ein Blödsinn man als Kind alles macht. Und Peter Köln hatte einen Riesenberg mit Muscheln. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, auch Viehfutter gemacht. Ich weiß es nicht. Und da sind wir natürlich auch drauf rumgekraxelt. Und die sind ja sehr scharf, ne? Ja. Bis wir uns da so ein bisschen verletzt haben, dann hörte das auf. Haben wir selber aufgehört. Ja, und dann gab es ja noch die Lederfabrik Knecht. Und hinter der Apotheke oder war so ein Zugang zu der Fabrik. Und dann gibt es ja auch noch ein kleines Häuschen, das ist auch noch da. Da hat der Werksleiter gewohnt und die Weiße Villa. Die steht ja auch noch daneben.
Und in diesem kleinen Häuschen, also klein ist das eigentlich gar nicht, wohnte meine Freundin Brigitte Damm, ihr Bruder Jürgen, die Eltern und die Großeltern. Ich glaube, der Großvater war Werksleiter, wenn ich richtig informiert bin. Und wir sind dann wohl ab und zu dadurch auch mal in diese Fabrik gekommen. Und dann sind wir da in dem Haus gewesen, wo in der Erde diese Bottiche zum Gerben gewesen sind. Und da sind wir zwischen rumgelaufen, aber auch nur einmal. Und dann waren wir draußen. Das konnten die ja nicht dulden, das war klar, ne? Und hinter unserem Haus war die Baustofffirma Main. Die hatten auch solche großen Becken, da war ungelöschter Kalk drin und sowas alles. Und ich bin dann immer über die Dächer gegangen zu meiner Freundin, bis meine Mutter das mal gesehen hat und meinte, naja, wenn du da reinfällst, dann ist von dir nichts mehr übrig. Und da habe ich es gelassen. Das wollte ich dann doch nicht. Ja, und 1952 war doch die Olympiade und da hat der Tiedemann doch gewonnen. Der hat doch zwei Preise gehabt oder bekommen, zwei Medaillen, die einmalig sind. Ich glaube, kein anderer Reiter hat diese Medaillen jemals gleichzeitig bekommen bei einer Olympiade. Und der wurde dann, war ein großes Fest, als er dann kam, nach Elmshorn, nach der Olympiade. Ich weiß nicht, ich glaube, Helsinki war die, wenn ich richtig, wenn ich im Moment nicht richtig, kann sein, ne? Also es gibt da auch Fotos, die Koopmann gemacht hat, Ja. von diesem Umzug, wo er Wo hier er also kommt. reinritt mit seinem Pferd. Er ist bei uns vorbeigeritten, im Ja. Vormstegen. Und dadurch, dass wir natürlich ein bisschen erhöht waren, konnten wir natürlich gut sehen. Also das war auch ein Erlebnis, Ja, ne? glaube Und dann hatten wir ja 1954 auch ein sehr hohes Hochwasser. Und das ging bis zum Schaufenster, das Wasser. Da hatte ich auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und meine Mutter sagt, also bis da oben geht es garantiert nicht. Ja, Also okay. da passiert schon nichts. Ja. Aber 1953 war ja das Hochwasser in Holland gewesen. Und das hatte ja doch immer noch so Nachwirkungen. Man hatte ja doch immer so ein bisschen Angst. Und die Hochwasser waren auch, also jedes Jahr eigentlich, ne? Man guckt ja Naja, immer es. zum Hafen schon, wie weit ist das Wasser? Und Ja, es war immer. das war da, ne? Und dann war das, neben uns war ein Hutgeschäft. Und dann kam, das muss ein Sonnabend gewesen sein, wahrscheinlich Freitag war ja oft Hochwasser, auch heute noch, ne? Merkwürdigerweise. Da kam dann ein Ruderboot, da saß eine junge Frau drin, die hat sich einen Brautschleier anstecken lassen und ist dann mit dem Ruderboot, mit dem Brautschleier wieder davon gerudert. Ja. Ich nehme an, dass die Nikolaikirche, ich glaube, die liegt etwas erhöht, ne? Ob sie dahin gerudert, ich weiß es nicht, aber ich nahm Ja, es an. okay. Aber das war schon lustig. Und dann fuhr an unserem Geschäft oftmals ein Kesselwagen vorbei. Und zwar die Firma Asmussen, die Hefefabrik, bekam von der Bahn diese großen Kesselwagen. Die kamen dann auf so einem, ich weiß nicht, wie das Gerät heißt, wo die drauf kommen und wurden vom Unimog gezogen. Und das war ja noch dieses Kopfsteinpflaster. Also da hat das Geschirr gescheppert. Die Häuser müssten auch ganz schön gelitten haben da, Ja. wenn der vorbeidüste. Ja, und erinnere ich mich noch an die Schlachterei Stich. War ja auch noch da. Die hat ja noch geschlachtet. Da Das war kam ja vorm immer. Stegen, ne? Ja, vorm Stegen, also nicht vorm Stegen, sondern dahin. Osterfeld, glaube ich, Dahinter ne? noch, ja. Osterfeld. Bisschen dahinter noch. Und da sind wir natürlich auch hingelaufen. Mussten wir ja gucken, ne? Wenn Ja, die klar. Schweine so schrien. Ja. Ja, nach der Schulzeit habe ich 1958 bei Kiebeck angefangen. Das war eine tolle Zeit. Ich habe dort gerne gearbeitet, Dann muss ich haben Sie ja sagen. noch den alten Herrn Den Sachau Herrn Sachau kennengelernt. habe ich noch kennengelernt. Ja. Der war sehr, sehr nett. Also ich habe mal einen Brief für ihn geschrieben, dann bin ich raufgegangen, habe ich gedacht, ach Gott, mein Herz klopfte sonst wo. Und er war so, also der hat mir so die Angst vor den großen Tieren genommen, muss ich sagen. Er war Ja. wirklich sehr, sehr nett. Der hat das natürlich gesehen, hat gedacht, Gott, die Ärmste. Und er war sehr sozial. Wir haben sehr viel Menschen mit Behinderung gehabt und mit Einschränkungen. Wir hatten in der Rechenabteilung war ein junger Mann, der hatte die Glasskrankheit. Das ist doch eine Krankheit, Ja, ja. der war auch nur so groß, der wurde Ja. gebracht. Der Ja. wurde auf seinen Platz gesetzt. Die haben ihn auch sicherlich zur Toilette gebracht, wer das weiß ich nicht. Und er saß zwischen uns, wir waren ja fast nur Mädchen, und hat wieder Hahn im Korbe. Dann hatte ich eine Kollegin, die war taubstumm. Dann hatte ich eine Kollegin,
die hat Epilepsie, da hat er, der Personalchef, das war Herr Dummer, ein sehr netter Mann, der hat mich gefragt, ob ich das abkann und hatte kein Problem. Die fiel dann vom Stuhl, wenn sie einen Anfall hat. Dann habe ich geguckt, ob sie sich nicht wehtat, dass sie was wegräumen müsste. Habe weitergearbeitet. Sie stand irgendwann auf und arbeitete auch weiter. Ja. Und heute bezahlen die lieber die Abgaben, ne? Und beschäftigen die Behinderten nicht. Also das muss ich sagen. Und zur Verlobung bekam man 50 D-Mark. Das war eine ganze Monatsmiete. Also das. Und den Vater von dem Sachau, den kannte ich auch noch. Der hatte doch diese Firma Stragula und Linoleum. So eine, das gab doch dieses Material, um die Böden auszulegen. Und Linoleum, ja. damit hat er wohl gehandelt. Und der muss den grauen Star gehabt haben. Jedenfalls konnte er schlecht gucken. Und ich habe ihn über die Straße gebracht, weil die vorm Stiegen war ja die Bundesstraße 5, die war ja sehr stark befahren. Und habe ihn gefragt, ob das schlimm ist, wenn man nicht gucken kann. Und da meinte er, nicht hören können wäre wohl schlimmer, denn er hätte die Welt gesehen. Aber wenn er jetzt nicht hören könnte, das wäre furchtbar. Ja, Wie Kinder so klar. sind, man fragt dann einfach, ne? Ja, 1955 verstarb dann mein Vater und wir zogen zur Tim-Kröger-Straße. Den Konfirmandunterricht habe ich erst bei Pastor Harder von der Nikolaikirche angefangen und dann Professor und dann Pastor Martens von der Ansgar Kirche. Der war auch sehr, sehr nett. War eine auch eine schöne Konfirmation. Ach ja, und dann kommt das Jahr 62. Im Februar kam ich aus Hamburg und ging also, das war ja sehr stark, der Sturm, aber Sturm waren wir ja gewohnt, ne? Also bin ich ja nicht so empfindlich. Aber da kam mir eine Radfahrerin entgegen, die hatte natürlich Rückenwind und ich kam kaum gegen an. Ich dachte, Gott, die fährt mit dem Fahrrad und du kommst kaum zu Fuß. Und dann nachts, da wurde ja noch geschossen, da hatten wir ja noch keine Gewittert, ja, Sirenen. genau. Dreimal war Hochwasser, so haben wir das interpretiert. Sechsmal war sehr hohes Hochwasser. Neunmal, es gibt nasse Füße. Und zwölfmal, holt die Kühe rein, Ja. haben wir immer gesagt. Es wurde zwölfmal geschossen. Da haben wir uns natürlich gesagt, oh, das wird heftig. Aber da wir ja nur auf dem Geströcken waren, konnte uns ja nichts passieren. Ne? Dann bin ich morgens, das war ein Sonnabend, da wollte ich dann nach Hamburg fahren, bin dann auch losgegangen. Dann guckte ich in einen Garten und ich dachte, das ist ja merkwürdig. Da lagen Käfer auf dem Dach. Aber das Wasser war ja schon weg. Bis zur Reichenstraße. Ich kam von der Ansgarstraße runter, da war Schloss. Also da war alles voll Wasser. Dann bin ich über den Bahndamm gegangen und bin dann mit dem Zug nach Hamburg reingefahren. Aber es war wirklich eine Wasserwüste, ne? Ja. Wo man hinguckte, Wasser. Dann kam ja diese Gedenkveranstaltung der 62 auf dem Rathausmarkt in Hamburg. Und da haben wir dann auch noch dran teilgenommen. In Zorn weiß ich nicht, ob da was gemacht worden ist. Ja. Aber im Grunde genommen war das ja für alle Opfer gedacht. Ne? Also in Hamburg hat es, meine ich, über 300 Tote gegeben. In Ja. Elmshorn ist ja so gesehen niemand Zu Schaden ums gekommen. Leben gekommen. Es hat zwar gewaltige Schäden Schäden gegeben. gegeben Ja, in ja. Millionenhöhe, aber umgekommen ist hier in Elmshorn keiner, nein. Ja, Frau von Vultee, das war ja ein hochinteressanter Vortrag, den Sie hier gehalten haben. Konnte man sich richtig reinversetzen in die Zeit. Und ich denke auch viele, die das dann sehen werden im Internet, auf unserer YouTube-Seite, werden sagen, jawohl, so war es und Sie haben wirklich wahrheitsgemäß berichtet. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen auch weiterhin noch alles Gute. Danke. Jo, bitte.